Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Semnes Today. Herzlich willkommen bei Abonacho. Ja, die letzte Folge dieser Woche, das heißt, es ist Sonntag in eurer Zeitrechnung und morgen müsst ihr dann die Horde kommen, weil ich glaube heute bis 22 Uhr und dann ist aber auch schon durch. Ansonsten gibt es einen bösen Cliffhanger, glaube ich. Ja, ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich wieder in meinem gesicherten Burn Novel drin bin. Bis ich das hier soweit... Ach Gott, warum müssen die alle so verrammeln? Ja, bis die Tag 7 heute dann durch ist. Und werde da zusehen, dass wir dann nach Möglichkeit... ich habe auch sonst nichts zu gut da, ne? Dass wir dann nach Möglichkeit eben das Ganze ein bisschen... so passend hinkriegen, wie ich das ganz gern hätte. So. Was hast du zu meckern? Ach, dir fehlt was zu trinken. Armes Kerlchen. Dann nimm dir doch einfach was. Und nimm dir gleich noch mehr. Naja, einen darfst du noch. Gut. Heißt aber auch, der hat eine Menge Hunger. No, geht eigentlich. Ich hatte schon gedacht, zieht der da unten nicht ab? Ja, jetzt aber weiter arbeiten und was ordentliches zu essen finden. Und das Leder hier alle mitnehmen. So, da hinten, das dürfte zum Balkon führen. Da können wir mal an so eine Barrikade wegschlagen. Und können dann mal nachgucken. Erstmal jetzt hier. Bruder. Machen wir mal so. Was halt ist. Haben wir jetzt mitgenommen. Ach, eine Wrench. Ja, davon habe ich jetzt aber eigentlich wirklich genug. Käppchen. Auch nicht übel. Aber immer noch nicht das, was ich suche. Noch ein Gläschen. Viel zu trinken, das ist sehr schön, aber leider... zu wenig zu futtern. So, das war schon mal gut. Da haben wir den nächsten gleich hinterher. Auch sehr schön. Und die anderen muss ich jetzt sammeln. Sonst lohnt sich nicht. Sollen wir rechts an. Hauptsache ist halt irgendwas drin. Leere Gläser brauche ich mir auf jeden Fall erstmal keine Gedanken mehr drum machen, wa? Denke ich mal. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal diesen hier. Weil das würde ich ganz gerne mitnehmen. Können wir ja brauchen. So. Was haben wir hier sonst noch? Naja, halt ist, bringt außer alles Blödsinn, brauchen wir nicht. Achso, komme ich aber so nicht durch, ne? Nee. Vielleicht haben wir da ja noch ein, nee, sieht nicht so aus, ein Bücherregal oder so. Mal gucken, 18 Uhr. Ja, und spätestens 20 Uhr sollte ich mich auf den Rückweg machen. Weil ich kenne mich ja. Sonst vergesse ich die Zeit. Und das wäre nicht so schön. Und wenn die pünktlich sind und tatsächlich genau um zwei... Das brauche ich jetzt nicht. Mach halt mal so. Und scrappen. Davon habe ich ja schon. Ah ja. Leck mir doch ein Füß. Ja, hier wird es noch auf dem Balkon gehen, glaube ich. Dachte ich mir. Machen wir so. Das ist natürlich schön, dass man jetzt so einfach an Leder rankommt auch irgendwo. Das finde ich mal richtig nice. So. Das war die Hütte. Da
ist nur der Dingens. Also machen wir die Tür mal auf. Schaffen wir das denn noch? Diese zwei Hütten hier? Dann hätten wir den ersten auf jeden Fall schon mal rum. Und können einfach mal kurz rausgehen und retour gehen. So. Küche. Küche ist gut. Oh, Müller. In der Küche. Okay. Müssen wir gleich mal gucken. Habe ich den Bress? Ja. Können wir also direkt mal so mitnehmen. Alter, mach fertig. Mach nicht immer alle so lang. So, schmeiß mal weg das Ding. Muss ich ja dann gleich sowieso machen. Und direkt wieder eine drin. Dankeschön. So. Blöder Hund. Machst du dahin, wo sie hingehört? Und, ach, das kriegen wir doch gar nicht. Ne? Wisst ihr was? Hier, brauchen wir nicht. Zack. Machen wir halt so rum. Noch ein Wässerchen, wie schön. Dann nehmen wir erstmal die Lerngläser jetzt so mit. Hier. Essen ist wichtiger. Nur jetzt momentan dürften wir ziemlich voll sein, deswegen doof. Noch ein leeres Glas. Mit leeren Gläsern hat das ja wirklich ganz gut drauf hier. Oh, schön. Vor allen Dingen war es das gleiche Futter. Na, mach halt. Mit vollen Gläsern hat das auch ganz gut drauf. Ne? Noch ein bisschen Honig. Ich glaube, das ist so rum ganz gut. Ajo. Ich denke schon. Aber die lassen wir vorsichtshalber mal. Einfach mal hier drin. Schmeißen wir nicht weg. So. Vielleicht kann ich mir ja merken, wo ich sie gelassen habe, wenn ich sie dann mal brauchen sollte. Glaub's zwar nicht unbedingt, aber wer weiß. Von wegen kein Loot respawn, dann ist dann ganz gut, wenn die Sachen dann doch irgendwo liegen. Vorausgesetzt, wie gesagt, ich kann mir das auch merken. So. Noch mehr Leder mitnehmen. Nehmen wir gleich nebenbei noch ein bisschen Holz mit, finde ich auch gut. Ja, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber den Erdgeschoss sollten wir noch fertig kriegen. Das Papier kann man eigentlich auch mitnehmen. Lohnt sich nicht, so oft drauf zu schlagen. Ja. Gucken wir hoch hin. Ja, Gott. Jetzt bleib halt drin. Stopp kriege ich jetzt nun eigentlich wirklich genug. Und vor allem brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Oh doch, war ich ja. Okay, hast gewonnen. Und Scrum. Und davon habe ich auch. So. Sitz. Geh doch. Das wird jetzt auch noch nach draußen, ne? Nee, da ist ein Raum. Ja. Ich dachte, jetzt wäre Balkon. Keine Orientierung. Aber das kennen wir ja schon von mir. Und jetzt sollte ich mich tatsächlich die letzte Bude unten schon mal nehmen. Weil ich sollte mich einfach mal Richtung dachte ich mir. Ja. Dann tun wir den einmal scrammen. Und den einmal scrammen. Und warum gehe ich da wieder raus, wenn ich den noch mitnehmen will? So. Küche haben wir schon. Das heißt, ist nur noch diese Butze. Schaffe ich das wohl noch? Was ist da? Leder? Irgendwie Scrap Metal. Okay. Kannst ja mal probieren. Schön, alle Türen offen, so mag ich's. Nix. Noch ein bisschen Stoff dabei.
noch ein bisschen Kaka Deluxe oder Alkohol. Und hoffentlich noch ein bisschen was zu essen. Nicht. Wer hätte es gedacht? Und da muss ich mich aber ganz schön beeilen. Wieso konnte ich jetzt eigentlich die Dosen mitnehmen? Ich dachte, die hätte ich schon was gehabt. Habe ich wohl nicht. So. Ja, ich weiß, die Dose verliere ich. Ist mir gerade egal. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, aber ist auch nicht so wild. Ich kriege normalerweise nicht das, was ich haben möchte. Das ärgert mich. Ich kriege alles, aber nicht das, was ich möchte. So, da waren wir schon. Da ist auch offen, wie schön. Hier ist aber nichts drin. Und da geht es zum Balkon. Das heißt, wir nehmen das Leder noch mit und dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Also ins Übergangsheim, würde ich mal meinen. So, das können wir auch noch mitnehmen. Wo es doch schon mal da steht. So, und das war's. Haben wir den ersten Stock doch durch. Danke, dass die Türen alle auf waren. Finde ich schön. So, und ab die Wertung. Da ging's raus und da ging's rum. So. Dankeschön. Und tschüss. Wo ist, ach du Heilige. Ach so, ja, da. Okay, das heißt, ich muss in die Richtung. Ist doch alles gut. Wenn mir jetzt keine Zombies entgegenkommen. Das wäre böse. Mhm. Sowas zum Beispiel. Aber ich habe ja noch eine Stunde. Es sollte funktionieren. Bin ja schon weit gelaufen. Oh, die Sonne sieht wieder schicker aus. Haben sich die Grafikumstellung doch gelohnt. So, einen noch weiter. Noch einen weiter. Wo laufe ich denn hier hin? Ach, da muss ich hin. Weil das hier ist falsch. Aber das Apartmenthaus hat sich nicht so wirklich gelohnt. Würde ich so mal denken. So. Und auf die Wertung. Du kommst hier nicht rein. So. Da kann ich mir gleich mal das Fleisch machen. Da kann ich jetzt mal den Kram einmal stecken. Und den ist gut. Na, will er nicht. Den kann ich, hm, 150 ist besser als nichts. Davon gerade mal, oh, 4 Stück ist natürlich jetzt auch nicht so doll. So, das Essen lassen wir hier. Und dann können wir jetzt eigentlich nur noch abwarten, ne? Das heißt, ich kann mir noch ein bisschen was zu essen machen dabei. Ist ja so schlimm nicht. Na. Dankeschön. So. Das einfach mal machen. Und was kriegst du? 1,24 kriegst du. Passt schon. Den, guck mal. So, jetzt guck da. Wir haben jetzt gar nicht mal so übel. Oh, das wird ein ganz böser Cliffhanger, glaube ich. Da habe ich ein ganz dummes Gefühl. Weil wir haben gerade noch 14 Minuten rum. Okay. Was sagt denn, Na nö. Ach so, stimmt. Ich bin ja schon einmal gestorben. Ich kann heulen. So, wie viele Punkte habe ich? 11. Mit 11 kriege ich, nix. Wieso brauche ich hier so eine ungerade Zahl? So. Auch nicht besser, ne? Kann ich einen Kurs?
Was braucht vielleicht? Ja, gut dann. Wow. Habe ich das richtig gehört? Sind die mega... Ah ne, die haben noch ein neues Geräusch dafür, okay. Also, entweder ich sterbe oder ich lebe. Bin ich ja mal gespannt. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ach, da war ich ja gewesen. Gehen wir mal einen zurück und machen nochmal... Da auch was hin. Da kommen sie schon. Oh ja. Da hinten hauen die sich da irgendwo die... hauen die sich da hinten durch? Ernsthaft? Finde ich gut. Was wollen sie machen? So. Packen wir da rein. Na, mach schon. Sehr schön. Das werden wir dann später nochmal auffüllen. Können wir dann gleich mit nach Hause nehmen. Und dann ist gut. Und dann werde ich hier zweimal hin und zurück laufen müssen. Das heißt, ich werde mir erstmal hier aussortieren, was möchte ich jetzt zu Bord mitnehmen. Und was möchte ich später mitnehmen. Man muss auf jeden Fall direkt und sofort. Hallo. Ich versuche das mal hier. Wobei das wahrscheinlich keine so wirklich gute Idee ist, es sei denn... Oh ja, der würde halten. So. Ach, das ist ja auch Blödsinn hier. Ich kann das doch viel schöner machen, indem ich hier einfach mal... So. Rein einsammeln. Und... So, Leute. Folgt mir einfach mal. Immer schön dem Haus entlang. Na, tut ihr euch weh? Das tut mir überhaupt nicht leid. Aurig. Das sind nur noch Kriecher. Also, mittlerweile wohl. So, kriegt man alle so vor euch her. Bist du drin gekommen, wa? Wird ja aber auch nichts weiter nutzen, oder? Glaub du mal. Schön. Macht euch auch noch kaputt. Das ist gar nicht mal so schlecht. So besser als ich dachte. Oh, du hast was verloren. Guck mal da hinten, der auch. Guck doch mal da hinten, ob da euer Bein irgendwo rumliegt. So. Bitteschön. Mhm. Funktioniert soweit. Okay. Wo wollten die euch da durchbringen jetzt mal ernsthaft? Ich guck mal. Zeig mal. Aber warum denn? Guck mal, du hast das doch hier so einfach. Wenn du einfach mal herkommen würdest. Oh, du hast gleich zwei Beine verloren. Das tut mir nicht wirklich leid. Danke. Das hört sich an, als hätte es wehgetan. Mhm. Ihr quält euch noch, ha? Huh? Hört sich zumindest so an. Oh ja. Das muss wehtun. Also ich glaube, in Kombination mit noch so anderen Geschichten dürfte das richtig interessant werden. Eben, weil die jetzt die Gliedmaßen verlieren, wenn ich mir das hier so angucke. Und sie scheinen auch darauf nicht wirklich... draufhauen zu können. Kommen noch welche? Jo. Tja, das war es gewesen. Mein Lieber. Oh. Oh, ich verstehe. Ich muss ein bisschen weiter nach hier. Aber dann geht das, ne? Gucken wir mal.
Das sieht aber unmöglich, merkwürdig aus mit dem Winter hier. Was habt ihr denn da für ein Problem? Oh, der dahinter hat ein Steinproblem offensichtlich. Kinder, mal nicht so auf die Hütte hauen. Kommt einfach mal einen Meter hier hin. Manchmal muss man sie halt erstmal führen. Mhm. Kommen auf jeden Fall nicht mehr so viele Zombies auf einmal. Würdest du dich hier ein bisschen hinbewegen? Das ist fein. Und was ist mit euch? Kommt ihr noch? Oder worauf wartet ihr? Keine Ahnung. Hallo? Ah, ihr versucht es, ich verstehe. Es gelingt euch nicht so wirklich. Warte mal. Wenn ich jetzt mal, wo habe ich da? Nicht wahr? So, weil irgendwie, das war ja mal super. Treffe ich den überhaupt? Das sieht immer so aus, ne? Von wegen Blut und so. Aber, ach so, ne, den lassen wir mal so laufen. Der hat ja eine, verstehe. Ich gehe mal hier hin. Dann könnt ihr mir noch ein bisschen folgen, wenn ihr wollt. Okay. Sieht aus wie Ende im Gelände. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lassen wir gerne einen Daumen hoch da, teilt es auch von Social Media. Und in der nächsten Folge gucken wir uns die nächsten Zombies an. Also bis dahin. Bye bye.